Ich bin auf jeden Fall immer pünktlich und ich bin halt offen Menschen gegenüber eigentlich relativ. Und ich habe auch kein Problem dann, wenn fremde Menschen kommen, dass ich dann mit denen rede und denen was zeige. Ich denke, ich kann relativ gut mit neuen Leuten mich connecten, gut mit denen verstehen. Und das, denke ich, macht hier schon viel aus, um halt jeden Tag mit vielen Leuten zu tun. Kreativität, Feinfühligkeit und ich habe Spaß bei der Arbeit. Ich bin momentan in der Mess- und Regeltechnik bei uns am Hochofen tätig. Ist viel Theorie, was auch sowieso eher meine Veranlagung, sage ich mal. Ich bin auch in der Schule, meine Lieblingsfächer sind da auch eher so in die EDV, Informatik, so die Sachen. Und ja, da gehe ich voll drin auf. Ich bin zum Beispiel ein ziemlich genauer Mensch. Also ich muss wirklich alles perfekt haben. Ich bin halt sehr pingelig bei Sachen. Es darf nichts schief stehen und bei der Arbeit braucht man das halt schon irgendwo. Dieses logische Denken macht mir sehr viel Spaß. Auch wenn es noch einmal den Kopf zerbricht. Irgendwann kommt man auf den Fehler. Man hat den Fehler gefunden und kann das Problem beheben. Das macht mir halt sehr viel Spaß. Also ich würde sagen, meine Teamarbeit, so mit Kollegen, ich bin freundlich, so einen Spaß untereinander haben, zusammen zu arbeiten, das ist meine Stärke, würde ich sagen. Mein Talent, ich würde sagen, handwerkliches Geschick. Die Teamarbeit. Also es ist sehr wichtig, im Team zu arbeiten, da ohne Teamarbeit hier einfach nichts läuft. Also ich kann perfekt mit Menschen, würde ich sagen, und Probleme kann ich auch gut aus der Welt schaffen. Also ich bin sehr hilfsbereit, sehr, wie würde ich es? Ja, halt auch persönlich, ne? Also ich helfe eigentlich gerne.